Jetzt fragt mich bestimmt, ey Marvin, woher hast du diese Information, dass das so ist? Ich bin jetzt einfach neuer Supercell-Angestellter. Ich leak hier das komplette Update. www.scheißboxer.shop. Die Scheißboxer Bag mit limitierter Autogrammkarte. Jetzt erhältlich. Ey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute gibt es wie immer eine Folge Brawl Stars. Ihr wisst Bescheid meine Freunde, oh shit Leute, und wir sind gerade schon im Game und heute gibt es wichtige Informationen meine Freunde. Oh mein Gott Leute, deswegen bleibt heute unbedingt bis zum Ende dieses Videos dran, denn es gibt wirklich ganz ganz wichtige Informationen Leute. Denn, ja, was machen wir erstmal am Anfang? Am Anfang kommen wir erstmal Markenverdoppler, die sind wir auf jeden Fall ganz wichtig. Denn es geht heute darum, Leute, wie könnt ihr euch am besten auf das Dezember-Update vorbereiten, Leute. Und zwar ist es wirklich wichtig, es dauert nicht mehr lange, es wird in den nächsten Tagen kommen. Und deswegen eine Sache, die wir auf jeden Fall immer brauchen, ist Markenverdoppler, Leute. Die kann man echt nicht zu wenig haben. Also, so, und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in eine Runde, meine Freunde. Und dann reden wir erstmal weiter. Ich bin mit einer Runde königliche Piste im Duo-Modus. Und da sind wir auch, wir bleiben auch bei dem Brawler hier. Den habe ich gestern auch gespielt, als wir gestreamt haben, meine Freunde. Und das werden wir heute auch tun. So, Leute. Ich will gar nicht so lange um den heißen Brei reden, Leute. Und zwar geht es heute darum, dass das Dezember-Update die nächsten Tage erscheinen wird. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass das Update so um den... das ist schwierig. Also, es wird am 12. auf jeden Fall was kommen. Jetzt fragt euch bestimmt, ey, warum am 12.? Am 12. wird Brawl Stars ein Jahr alt. Also, seit dem Release, also seitdem es wirklich draußen ist, auch für alle Handys und Europa. Wird es ein Jahr alt und da wird auf jeden Fall was kommen, meine Freunde, aber das ist noch nicht alles. Ich bin der Meinung, dass die später nochmal, ich denke mal so um den 17. rum, 18., 19. um den Dreh so, Leute, da werden die noch was rausbringen. Das ist kein Scherz, also ich bin da felsenfest von überzeugt, also Leute, deswegen denke ich auch, dass die zwei Brawler rausbringen werden. Es kann natürlich sein, dass ich da auch falsch liege, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Jetzt fragt mich bestimmt, ey Marvin, woher hast du diese Information, dass das so ist? Ich bin jetzt einfach neuer Supercell-Angestellter. Nee, Spaß natürlich nicht, schön wär's. Leute, und zwar habe ich das auf Reddit gelesen gehabt. Da haben viele von euch das geschrieben gehabt, also ein paar von euch haben das geschrieben. Und ich glaube zu auf jeden Fall, dass das stimmen kann, weil das letzte Mal wurden da auch so Informationen rausgegeben und da hat das auch gestimmt. Es kann natürlich auch sein, dass es nicht stimmt, wer weiß. Ich will ja keine Fake News in die Welt setzen, aber ist gut möglich. Und ja, Leute, das wäre natürlich richtig nice. Und meine Vermutung, dass die zwei Brawler rausbringen werden. Und ich weiß auch eigentlich genau, welche beiden kommen. Also Leute, ich leak hier das komplette Update, Kappa. Ne, natürlich sind das nur wahrscheinlich Vermutungen. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein mythischer kommen, weil der kam so lange nicht mehr. Und Leute, ich bin der Meinung, es wird noch eine neue Seltenheitsstufe geben. Also das ist eigentlich, ja, das, davon gehe ich eigentlich mal stark aus. Also zwei neue Brawler. Und was noch kommen wird, ist... meiner Meinung nach, Leute, eine neue Kiste. Das heißt, es wird eine neue Kiste ins Spiel geben. Das ist natürlich eine Sache. Oh shit, ich glaube, die feiern richtig viele von euch. So eine neue Kiste wäre natürlich richtig geil. Da habe ich ja gestern schon mal ein Video drüber gemacht, wie eventuell die aussehen könnte. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das gerne mal abchecken. Und jetzt kommen wir zur Sache, wie könnt ihr euch am besten auf das Update vorbereiten, Leute. Eine Sache, die müsst ihr unbedingt machen, falls ihr es noch nicht getan habt, ist euch auf jeden Fall Markenverdoppler immer holen. Markenverdoppler und immer die Events spielen, die gerade... oh, hat er aber gut getötet. Die gerade doppelt Marken bringen. Also das ist eine Sache, die ihr auf jeden Fall machen könnt. Müsst ihr natürlich nicht. Aber wer natürlich Vorteile habt, so bekommt ihr mehr Brawlboxen. Und ja, mehr Brawlboxen heißt natürlich gleich, dass ihr auch eine größere Chance habt, Brawler zu ziehen. Da viele von euch auch Free-to-Play-Spieler sind. Und daher kein Geld für Megaboxen ausgeben werden. Und da gibt es natürlich eine gute Möglichkeit, ist Event zu spielen. Und wir gehen gleich einfach mal rein ins Event und schauen einfach mal, was denn momentan so aktuell zu spielbar ist. Und da stirbt er. Aber ich habe Luck gehabt und... so, perfekt. So, Leute. Jetzt sind wir doch noch auf Knacks Zweiter geworden. Komm, töte ihn noch. Oder vielleicht werden wir sogar noch Erster. Oh mein Gott, er hat beide gestunt. Nein. Oh shit, da hatte ich mir viel gefühlt. Da hätten wir fast noch diese Runde gewonnen. Okay, Leute.
So, und jetzt kommen wir auch mal zu den Sachen, die ich euch zeigen wollte. Und zwar, ihr seht ja, hier ist nochmal genug Platz frei, Leute. Ich habe gerade 149 Ballboxen. Das werden aber noch viel mehr, weil ich über 1000 Tickets habe, Leute. Ich habe über 1000 Tickets. Das heißt, ich muss heute unbedingt im Stream, muss ich unbedingt das neue Event spielen. Das endet in 20 Stunden, Leute. Wir können ja mal ganz kurz wissen, also ganz kurz reingehen. Also ganz wichtig ist, Leute, Wagenverdoppler haben, Leute, damit ihr auch immer schön doppelt EP bekommt für die Ballboxen. Das ist ganz wichtig, Leute. Und natürlich, jetzt könnt ihr noch Event spielen. Das ist die allerletzte Chance, die ihr habt, um irgendwie noch was zu reißen, meine Freunde. Und ein Baller, den man da auch meiner Meinung nach gut nehmen kann, ist meiner Meinung nach echt Nita. Weil das Pad ist so dermaßen nervig. Also, wir gehen einfach mal eine Runde und schauen uns das doch mal gemeinsam an. Okay, wie der Zufall ist, natürlich, sind wir nicht größer geworden. Aber vielleicht schaffen wir ja trotzdem eine gute Zeit. Leute, deswegen spielt unbedingt Event, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Also, falls ihr noch Tickets habt, macht es auf jeden Fall. Und ganz wichtig, holt euch die Tickets, die man hier kaufen kann. Ist ja immer, wenn Event gibt, gibt es welche zu kaufen. Das ist eine Sache, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann, weil so bekommt ihr schnell eure, ich weiß auch nicht, eure 200-300 Boxen easy going zusammen, die auch noch relativ günstig sind. Ist auf jeden Fall günstiger, als wenn ihr euch da Megaboxen holt. Ich weiß, der eine oder andere von euch hat auch nicht so viel Geld. Das sehe ich allein auf dem Stream, wie viel Free-to-Play-Spieler es einfach noch gibt von euch. Ist natürlich gut, nicht, dass ich das jetzt schlecht finde. Aber momentan läuft es hier nicht so gut. Okay, die Suppe war ja von uns. Ich muss sagen, ich hasse Event-Spielen, aber nützt natürlich nichts, Leute. Muss man machen, damit man hier auch auf jeden Fall die schönen Tickets bekommt. Und die Ballboxen. So, das ist eine Sache, die ihr machen könnt. Und ich werde es euch gleich nochmal zeigen. Das ist eine Sache, die ihr machen müsst. Und Leute, ich würde sagen, wir reden einfach nochmal ein bisschen weiter über das Update, das kommen wird. Wie gesagt, ich glaube, da wird eine neue Kiste kommen. Warum ich das Ding jetzt hier zerstöre, macht auch gar keinen Sinn. Es wird eine neue Kiste kommen und das ist noch nicht alles, meine Freunde. Ich glaube auf jeden Fall, dass in dem nächsten Update oder in dem übernächsten, meine Freunde, auf jeden Fall der Trophäenpfad kommen wird. Jetzt fragt euch bestimmt, hey Marvin, warum? Der ist ja schon länger angekündigt. Aber ich glaube, der ist ein bisschen vertagt worden. Also der, eigentlich sollte meiner Meinung nach ja schon im letzten Update kommen. Aber da hatten die halt, wie gesagt, keine Zeit. Und ich glaube, in diesem Update wird er kommen. Da wird was Dickes auf uns zukommen. Was kann man natürlich noch nicht sagen. Aber die Zeit ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Knapp 2 Minuten haben wir jetzt hier gebraucht für den Bums. Okay, sind immer noch am Kämpfen. Ich dachte, das geht jetzt schneller. Okay, 2%. So, und dann haben wir jetzt die Runde auch gewonnen. So, wir gucken einfach mal, wie viel Boxen wir bekommen bei 20 Tickets Einsatz. Plus Markenverdoppler. So, Leute, ihr seht hier Star-Marke. Auch ganz wichtig, 800 bekommen wir jetzt. Leute, guckt einfach mal, wie das hier rumgeht. Zack, 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 zack. Habt ihr gesehen? Das sind einfach mal 8 Kisten, die wir jetzt bekommen haben. Und ich habe hier immer noch über 1000. Oh, shit, Leute. Also, ihr seht, ich habe da ordentlich was zu tun. Und ich hoffe, ihr natürlich auch. Und jetzt zeige ich euch nochmal, was wir für mich machen müssen. Ist, wenn ihr hier seht, ihr so Star-Marke. Das heißt, ihr bekommt hier auf jeden Fall noch mehr. Für den ersten Sieg ist ganz wichtig, Leute. Macht es auf jeden Fall einmal am Tag hier. Könnt ihr auch noch Tresorraub auch noch spielen. Wie gesagt, hier auch noch die Ereignistickets überholen. Ich brauche das jetzt nicht machen. Und wenn ihr schon dabei seid, Creator-Code Pugi natürlich eingeben. So, ich kaufe jetzt nochmal hier schön Markenverdoppler zweimal. Oh Mann, oh Mann, das ist ganz schön teuer. Natürlich mit dem Creator-Code. So, dann spielen wir nochmal eine Runde alle gegen einen mit Nita. Und wir haben den scheiß Boxer als Gegner. Jetzt könnte man nochmal ganz kurz darüber reden, Leute. Was meint ihr, was kommt nach meinem Update dazu? Also ich fasse nochmal ganz kurz dazu. Ich bin der Meinung, dass auf jeden Fall mindestens ein neuer Brawler kommen wird. Und ich sage auch, dass eine neue Seltenheitsstufe kommen wird. Leute, und das ist noch nicht alles. Der ist ja komplett doof, der Brawler, der Boxer hier. Okay, was, der springt jetzt hier rum. Also, wie gesagt, 2 neue Brawler, neue Seltenheitsstufe und eine neue Box, sage ich. Das wird im Update auf jeden Fall kommen. Es ist sehr, sehr viel. Also, ich bin der Meinung, dass das kommen wird, Leute. Und wenn ihr sagt, yo, Marvin, das wird niemals kommen, denn erinnert euch an meine Worte, was ich gesagt habe, meine Freunde. Erinnert euch einfach daran. Und der Boxer, der stirbt hier einfach gleich in einer guten Zeit. Ich weiß auch nicht, es ist echt nicht das Schlauste, sich hier einfach so zu kloppen, also einfach gegen alle zu kämpfen. Da wird man auf jeden Fall untergehen. Das Kiten ist halt relativ wichtig, meiner Meinung nach. Und er macht halt auch alle Wände so kaputt, die er eigentlich nur so hat. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ganz, ganz wichtig, Leute, was würdet ihr euch fürs Update wünschen? Wie gesagt, ein neuer Brawler wäre meiner Meinung nach richtig gut. Ich glaube auch, dass, wie gesagt, 2 kommen. Neue Kiste wird auch am Start sein, plus neuer Trophäenfahrt. Und ja, so, jetzt haben wir hier eine super Zeit rausgeholt, oder? Perfekt, Leute, 1 Minute 14 haben wir den Boxer platt gemacht. So, jetzt haben wir da gut auf jeden Fall Boxen bekommen, 10 Stück an der Zahl. Nice auf jeden Fall, zack. So kann man auf jeden Fall easy Ballboxen farmen. Leute, wie gesagt, schreibt mir eure Meinung ehrlich unten in die Kommentare. Was meint ihr? Was kommt beim Update? Ich würde damit sagen, das war's jetzt mit dem Video. Vergesst mal nicht, heute wieder mit Stream einzuschalten, Leute. Und aktiviert die Glocke, es wird heute wieder was Fettes zu gewinnen. Mit dem ganzen Zuschauen. Ciao und bis dann. Ciao, Kakaos und tschö mit Ö.